Ich weiß nicht, wann ich aufhören muss, bis ich meine UID hab genommen. Doch, ich hab sie. Ich hab UID 24.000 bekommen. Aber ich bin auf Server 6, ist das normal? Ich hab ein bisschen Angst, dass ich nicht auf... Die Katze in Yeah, welche Benutzer-ID hast du? Weiß ich jetzt noch gar nicht, weil ich sehe nicht. Bei mir läuft die Katze. Mann, was soll das? Nicht, dass ich die falsche UID hab, Mann. Ich hab die UID 46 287. Welche UID hast du bekommen? Also 6 3 mal 0 4 6 2 8 7. Ja, ich hab auch 3 mal 0. Da bin ich 2000 vor dir. Ja. Na? Da habe ich das UID Hunten gewonnen. Sorry, you just woke up and here I am, chatting up a storm. Ja, so um 4 Uhr oder 10 Uhr an. Also es hieß Are you alright? Oh mein Gott, Junge. Feel any discomfort? Was? Ich war gerade gar nicht dafür vorbereitet, dass das Game da ist, ne? Ich auch nicht. Ich ging auch nicht davon. Ich war so, in einer Stunde geht's los. Ja, ich auch. Das war gerade so random. Warum kann ich kein Stream von dem Game machen? Mein Lieben. Hallo. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Your attire doesn't seem local. Ich meine, aber streamst du gerade? Ja. Okay. Luna, he's streaming, by the way. Ich habe nämlich gerade Luna gesagt, dass wir nicht am Stream wissen, deswegen ist sie gekommen. So, what the fuck? Don't know why you're here. By the way, Luna, when I was starting the game, I was not watching on my screen. It was so random. They just tell me to put your name in. Who's she? Hello, Luna. Hello. The Atheric Sea is converging. It seems a new tacit field is taking shape. It's probably gonna get dangerous here soon. Ugh, I knew it. Our gourds are out of service because of the Etheric Sea's influence. But why is the servant open? Or receive messages for like, oops. Oh no, I can't hear anything. Oh my god. No, stop it! Stop it! We can talk as we move. Why is it English? Can we call you that for now? Ich hab keinen Sound an, weil ich den doch die ganze Zeit ausgeschaltet hab wegen der Musik. Na. No sound for me. No sound. We shouldn't stay here. Okay, let's go. Other plans, yes, let's go. Let's go. Oh, that's great. Let's go together. I will try to open the game. But by the way, I will... don't skip cutscene. Nah. Bebo tells me when you skip cutscene, it will give you bad luck on pools. Rover, I know you can't remember it. And we got synchronization. Let's go. Schade, das Spiel kannst du auch wie Genshin nur auf 60 FPS setzen. Oh, hier? Ja. Ich hab gehört, mehr. Ne, kann nicht mehr einstellen. Oh mein Gott. Okay, be right back, I will try it too. Sprachauswahl Deutsch. What do you mean, be right back? Was? Huh? Thank you.
Was wird geändert? Ich hab direkt mal die japanische Sprache runtergeladen. Luna ist jetzt wirklich nur gegangen, weil du gestreamt hast. Okay. Ich fasse es nicht. Ist das frech? Das kann nicht sein. Jetzt habe ich mich auszusehen auf Handy eingeloggt und wurde rausgeschmissen. Jetzt bist du schon vor mir. Warte mal um mich, ich will auch kämpfen. Strike from the shadows. Despite having forgotten everything? Wow. Watch me lead the charge. Aber grafisch sieht das Spiel richtig nice aus. Chisha. What's wrong? Are you injured from the fight? Jetzt bin ich wieder bei der Katze, ne? Ja. You saw our sentinel in your memories? Yes, the one we built this statue for. The Oracle Engine Sentinel in Zhenzhou. There is one capital and six cities in Hong Kong, with each city having its own sentinel. While they share some similarities in appearance, the sentinel in Zhenzhou is known as Zhe, manifesting in the form of a long, like the statue you just saw. Mann, jetzt habe ich mir schon wieder die Katzen angucken. Guck sie mir jetzt schon zum dritten Mal an, ne? Ja. Wieso bist du nicht mit dem PC schon verbunden gewesen? Bin ich noch. Du musst dir vorstellen, ich hab dich mal, also mein iPad war vor mir, ich hab dich mal drauf gedrückt, das war außersehen. Da stand nur noch auf einmal, gib Name ein, ich war nicht mal vorbereitet. Da stand aus dem Nichts, gib Name ein. In Huanglong, most of the sentinels take the shape of a long. In other regions, they manifest in various forms. You were standing face to face with our sentinel? One can hardly see our sentinel with their own eyes. Most people only get the chance during the appointment ceremonies. According to your description, aber naja, wir haben ja fast den gleichen Way, die bekommen. Only the Sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity. For now, that person is the magistrate of Zhenzhou. Mal ohne mich hättest du noch eine schlechte Way, die bekommen. Oh, ich bin zufrieden, ich habe wieder 3 Nullen, wie bei Genshin. Ach, wie welche Uhr, die hat es bei Genshin? Ich weiß es gar nicht. 3000 und etwas. Ich glaube, darunter kommt man aber auch nicht, oder? Doch, man konnte noch drunter gehen. Also der erste Account vom aktiven Spieler war bei 900 und etwas. Okay. Egal, ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr low. Also eigentlich im Prinzip juckt es mich, ich wollte eigentlich nur spielen. Es ist einfach nur so eine Nebensache. Aber ich gehe mal aus Sams Stream raus, ne? Also ich bleib drin, aber ich stumm ihn und guck nicht, weil wenn ich gespoilert werden. Swift and resolute. Huh.
dann kann es virtuell gehen. Ich weiß nicht, wie viele das überhaupt gecheckt haben, dass die Server online sind. Okay, glaub, niemand ist vorbereitet darauf. Aber vorsichtig haltbar hatte ich ja da und das Spiel im Hintergrund laufen. Das war so random, dass ich reingekommen bin. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich stand, auf einmal steht der Name, wähl dein Name aus. Ich war nicht mal bereit. That was close. You fought so well. I didn't even get a chance to help and Yang Yang just rushed over to protect you like a mu- Hast du schon was für Account-Einstellungen gesehen? Das habe ich noch nicht geschaut. Richte gerade mal meinen zweiten Account ein, damit ich noch meinen männlichen Charakter habe. Ah, hier kann ich sogar auswählen. Let's go. Das habe ich sogar gesehen, wie die Charakterauswahl aussah. Ganz gruselig. Was das einfach nicht mehr. Einfach random auszusehen, aber ein Tab gekommen war drinne. Ich habe nur noch mitbekommen, wie sich mein Screen verändert hat. Aber immerhin. Ich habe mein Tablet auf ultra, ultra dunkel gehabt. Ja. Also ich hatte das nicht wirklich gerade hell. Deswegen war es so random, dass ich das mitbekommen habe. Ich hatte auch keinen Toner, nicht. Ich bin noch zufrieden, weil ich wollte eigentlich in der Hoffnung unter den 5000 sein. Ja, okay, 5000 ist schwierig. Ich glaube, du hättest es geschafft. Hättest du richtig gehandelt, also hättest du aktiv gedrückt. Ja. Its design and system version are different from ours, but your terminal still has the data transfer and we are almost... Hätte man aber auch Namen übel schnell skippen müssen, was er sicher alles, you know? Once you're out of the gorge, there's only a short... Egal, ich hab nicht gedacht, dass ich unter den 25.000 komme. Also wenn man so genau nimmt, habe ich sogar noch eine Null. Ich habe 4 Null. Zahle ich hintereinander? Aber nein. Eine Genshin UI, die ist auch lustig, die hat glaube ich 3-2 oder so. Oh, das Game sieht richtig geil aus. Erstmal Grafik. Ach du heilige Scheiße. Erstmal kurz den Sound ein bisschen runterstellen und Musik runter. Musik ist mir viel zu laut. Aber ja, FPS sind wirklich nur 60. Das finde ich schade. This is the center of the Atheric Sea. A tacit field? Okay, und meine Dings, meine Resolution ist falsch. Die ist bei 1600x918. Was ist denn das jetzt? Ja. Okay, bei mir ist sie auf Full HD. Also 1980, ne? Ja. Mal 1080, bei mir nicht. Haben wir falsch gemacht? User Center. Oh, das hat mich sehr stark nach Genshin aufgerichtet. Ich glaube, das ist einfach so das Chinesen-Marketing. Guck mal kurz bei dem Stream rein. Ah, das ist auch eine Kurzstory. During this time, it is relatively safe. The dormant period of a tacit field varies based on its formation time. Aber auf meinen
Auf meinem neuen Account habe ich jetzt UID 64.000 bekommen. Ja, also es sind wirklich noch nicht viele da. Es sind wirklich sehr, sehr wenige da, ehrlich zu sein. Ich hätte mehr gedacht. Ah, du kannst ja auch deinen Geburtstag setzen. Auch ganz wichtig, den richtig zu machen. Kennt ihr, dass es mir nicht mal passiert, dass ich den falsch gesetzt habe? Aber hier, das ist Monat und das ist Tag. Gut, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Mastermind with schemes. No, wait! I'm not the mastermind. Rover. Ich hab erstmal meine Bureau's Payment. Right. The glider can't carry us beyond the Tacit Field's range. Besides, now it's time to use a glider module. Rover, let me help you activate it. Gucke mal, wenn Unterstützung über Controller. Ja, Controller Support. Im Epic Games stand's drin. Oh, das Kampfsystem ist richtig geil. Ja. Stopping to relax once in a while serves for a stronger resonance with the world. Aber hattest du in Genshin eine niedrige UID? Ja. Okay. Ist ja auch klar, ich glaube bei Genshin war nicht so viel Hype wie bei Wuthering Waves. Aber ich glaube eigentlich auch nur durch Genshin ist Wuthering Waves so gehypt. Das Kampfsystem ist so geil. Holy shit. Was ich nur gerade nicht fühle, ist meine Maussteuerung. Die ist irgendwie so schwammig. Aber du spielst irgendwie nur mit Controller, kann das sein? Ich wollte jetzt den Controller anschließen, aber das hat nicht geklappt. Soll ich was Lustiges sagen? Auf Mobile ist das Game auf Deutsch. Ich schau mal, was Twitch sagt, ob einige das jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Oh, scheint wirklich so zu sein. Haben wir auch ein paar Deutsche? Ich war doch gerade so sogar bei einem Deutschen, oder nicht? Mal sehen, was die so bekommen haben. Es gibt gerade anscheinend irgendeine Twitch-Dings-Rewards fürs Wuthering Waves. Hast du das aktiviert? Das müsste aktiv sein bei mir. Ich habe nämlich hier was, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Subscribe to Reward. Ich habe doch schon subscribed. Ah, das sind wieder diese Rewards. Die werden, die zählen erst im Stream selber von den Leuten. Das heißt, ich muss dich jetzt subben? Ja, du müsstest eigentlich einen Sub verschenken. Oh. Was sind das wie Rewards? Ich hab keine Ahnung. Real Details, ich guck mal.
Steht leider nichts da. Ich sehe da gerade nichts. This isn't the place for talking. Let's go. Aber anscheinend sind... Ah, ich sehe das gerade bei jemand anderem. Das sind anscheinend ein paar Pools. Und Energy Core, also... Und ein paar Credits. Also jetzt nicht so krass ein Reward. By the way, wenn ich jetzt den Skip mache von, dass ich nur das normal skippe, also nicht mit dem Skip-Button, sondern normal skippe, zieht das dann auch? Der Wupp? Ja, eigentlich. Manchmal lese ich viel schneller als über fertig. Ah, nee, das ist eigentlich nicht skippen. Es ist eher, weil du oben in der Ecke ja das Ding nimmst. Ach so. Nehmen wir mal an, ich habe schon einen Account mit Apple ID erstellt. Habe ich auch. Kann ich den wieder löschen, damit ich meinen Account mit Apple ID verbinden kann? Normal ist ja. Okay. Weil ich sehe nämlich gerade, ich hatte damals, habe ich Dings gespielt. Da heißt das Spiel hier Punish and Grey Raven, aber da hatte ich keinen Kuro-Account verbunden, sondern ich habe mich mit Apple angemeldet. Genau. Ja, das Sache ist halt die, nur wenn du es schon aktiviert hast mit der Apple ID, dass die einen Monat warten muss, bis du es umschreibst. Okay, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Hauptsache es geht überhaupt. Also bin ich mir nochmal auf der saveren Seite, weißt du? Jetzt hab ich gegangen. Wie blockt man denn überhaupt? Da kommt so ein goldener Kreis. Ah, warte, du spielst mit Controller. Ich glaub, ich nee, Controller ich spiele mit Maus und Tastatur, weil mit dem Controller. Achso. Ich glaub, okay, Dodgen ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich muss mal reinfixen, wann ich am besten Dodgen sollte. Ah doch, es hat funktioniert. Du kannst mit Dodgen auch sehr, sehr nah an Kuchen ausweichen. Boah, der Switch ist richtig geil, wenn man switcht. Ja. Boah, geil. Jetzt kann ich auch... Oh nein, jetzt kann ich auch den weiblichen Charakter mal anschauen. Hm? Okay. Das sieht doch ein bisschen scheiße aus. Was ist das? Habe ich meinen Stream noch an? Ja. Guck dir das mal an. Das sieht doch scheiße aus, oder nicht? Was ist das? Das sieht ja noch beschissener in-game aus als auf Fotos. Ja. Der Typ sieht gut aus. Das habe ich mitbekommen, den habe ich ja auch auf dem zweiten Account. Also ich könnte auch wechseln, wäre nur auf Kosten meine UID von 60.000 Plätzen. Also so schön wäre es jetzt nicht, es ist trotzdem einer der ersten, so weißt du. Ja. Oh, was ist das hier? Ist das ein Teleportationspunkt? Das sieht aus wie ein Teleportationspunkt, ja. Oder nicht? Ah, bei mir was richtig Wichtiges, was ich dir noch senden. Everything in our world is made up of frequencies, and every sound generates a reverberation. Ich wollte noch die Dings schicken. Was? Die.
Die Karte. Ganz wichtig, dass du dir Sachen markierst direkt am Anfang, sonst nervig, weißt du? Das ist nämlich ganz wichtig, die zu markieren, bevor du irgendwer mal auf 100% sammeln willst und dann suchst du da einen Outer. Das habe ich nämlich bei Toph zum Beispiel nie gemacht, in Genshin genauso. Da bin ich so oft bei Sachen doppelt rumgelaufen. Ich habe eine gute Karte, ich schicke dir die einfach mal rüber, ja? Warte, ich schicke die einfach in den Chat rein. Genau. Die habe ich auch. Ja gut, ich wollte die jetzt so oder so in den Chat reinschicken. Oder bei Guides schicke ich die einfach mal mit rein. Zack. Ich markiere mal jetzt lieber keinen, es ist nämlich 3 Uhr in der Nacht. Ich glaube, die würden mich umbringen. Aber was mich nervt, ist meine Grafik. Warum kann ich das nicht umstellen? Kannst du mir da helfen irgendwie? Schau mal. Warte, erstmal mache ich kurz das Game hier hoch. Ja, das müsste ja dann eigentlich die Qualität von meinem Bildschirm übernehmen, oder nicht? Ja, aber hast du dein Bildschirm denn so eingestellt? Nein. Eigentlich nicht. Ich guck mal kurz. Also es würde mir eigentlich auffallen wegen der. Deswegen habe ich mich auch übel beschwert, weil als ich das Game gestartet habe, sah Wuthering Waves wirklich aus wie so ein Handyspiel. Nee, bei mir ist 1920 mal 1080 mit 240 Hertz eingestellt. Rover, would you mind checking your data bank level? No need for that. Rover, why don't you just try absorb? Ich guck mal, sobald ich hier aus der Cutscene bin, ob ich bei mir das ändern kann. So it doesn't work. Das Game ist mir irgendwie ein bisschen zu langsam. Kann ich es noch schneller machen? No worries. Ja, kann ich. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roche rooms around here. Okay, viel besser. Let's go check those out, shall we? Ich habe schon wieder vergessen, das Game auf Deutsch zu setzen. Oh, meine Güte. Hättest du ja wenigstens dein Zyring schreiben können, dass ich dabei bin, du Arschloch. Oh, nicht vergessen, ne? Naja. Merk ich mir. Dann bleibe ich extra mit dir wach. Und dann werde ich einfach vergessen. denkst du, Prime Sub geht auch für das Wuthering Waves? Ich habe Bock, echt extra dafür Geld auszugeben. So krass sind die Belohnungen jetzt nicht wirklich. Weil ich bin ja schon bei dir, Prime Sub. Und ich glaube, das sollte eh bald wieder erneuert werden. Hier steht's auch. Sub in 7 Tagen anscheinend. In 7 Tagen kann ich es erneuern. Okay, dann kannst du wieder aufwarten. Also, ja, es ist ja ein Monat. Wir haben aber leider keine Nvidia Game Filter. Das nervt mich gerade ein bisschen. Die hätte ich echt gern gehabt. Das bin ich nicht. Das ist jemand komplett anderes. Das wird langsam respektloser. Du hast jemand komplett anderen markiert. Das bin ich. Du hast wirklich jemand anderen markiert. Ich habe nie eine Resonanz-Ability wie das. You got any other tricks up your sleeve? Du hast Akame markiert. Eating a whole tacit discord? Grilling echoes alive? Achso, jemand markiert, der gar nicht dabei ist. Der denkt auch so, hä? So, jetzt hab ich dich markiert. Thank you. Ich würde auch gerne mitstreamen, aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile mal wieder geht, weil du weißt, ich hatte irgendwie immer Probleme, dass der irgendwie aus dem Nichts einfach beendet hat, den Stream. Ja, bei mir
mir ist was, auch irgendwo ein Fehler, weil bei meiner Darstellung im Streamlabs habe ich ein schwarzes Bild, aber ich sehe, dass das Bild aber sauber gestreamt wird. Ja, es sieht gut aus. Rover? Ich vermeide zwar hinzugucken, weil ich nicht gespoilert werden will, aber gerade sieht's gut aus. Also vom Gesicht her sieht der weibliche Charakter echt gut aus, aber das Outfit. Egal, ich habe ja noch meinen männlichen Charakter. Den ich gerade vollkommen vernachlässigt. Ich habe den gerade auf meinem iPad an. Er ist Baijer? Ich dachte, er ist Daisy oder so. Sie nennen es so Baiji. Also das ist ein Japanisch, ne? Ich habe es noch nicht umgestellt, weil ich müsste dafür das Spiel neu starten. Kannst du ja kurz machen. Ich glaube, dein Ziel sollte nicht aufkacken. Ich möchte erstmal den Prolog durchhaben, dass ich ganz normal im Spiel bin. Okay, man sieht jetzt schon, dass der Haupt-Main-Charakter schon eine Fähigkeit mehr hat wie die anderen. Warum? Weil er kann, die Echos werden eigentlich in Gefäßen gefangen und er nimmt sie körperlich auf. Emis, ich kann gerade nicht rummoven. Ist das normal hier an der Stelle? Was? Ich kann nicht nach links und nach rechts gucken. Ja, ist noch. Obwohl ich eine Maus habe. Ach so, okay. Ja, klar. Gut. Nee, weil das hat mich gerade verwirrt. Please, Yang Yang, stop reciting that. I'm begging you. Oh my, wir müssen ja noch unsere 30 Pools bekommen. Ey, aber pool dich ohne mich. Lass gleichzeitig unsere 10er Pools machen, okay? Yeah. Das wird lustig. Wir machen so auf 3 dann unsere Pools, okay? Mal sehen, wer bessere Charaktere bekommt. Ah, die redet sie einfach. Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Oh, come on. Rover. This is a holographic message to all of Jinjo from the City Hall. Alter, eigentlich wäre es erst 40 Minuten ausgegangen, ne? Wie, das ist mein Charakter. Wo? Oh mein Gott, ja. Das ist meine Noelle. Das ist mein Nummer 1 Charakter, das ist so meine Hutau, weißt du? Ich hab sie gesehen und wusste instant, dass ich sie poolen will. Aber ich wusste nie, dass sie playable wird. Ich hatte jedes Mal Schiss, dass sie nicht playable wird. Deswegen habe ich gesagt, dass Sanwa mein Favorite wird, aber die wird dann einfach Forster. Ja, aber jetzt, da sie playable wird, irgendwann mal, weiß ich, dass ich auf sie sparen werde. Ich weiß nicht, ob ich will die Gian auch haben. Ich weiß nicht, ob ich es versuchen soll, weil die Rothaar-Lady kommt ja als nächstes und die würde ich eigentlich nicht so unbedingt wollen. Deswegen könnte ich ja versuchen, Gian zu pullen, wenn ich Glück habe, kriege ich ihn. Und wenn nicht, dann spare ich einfach für sie halt. Wenn ich Kalschau kriege in den ersten billigen Pools, dann muss ich bei dem ausgewählten Pool muss ich auf Vera gehen. Verstehe ich schon, weil Support. Ja.
dann am Ende stell dir mal vor, du willst dann, keine Ahnung, ich werde außen, du kriegst sie aber nie. Das ist das Problem bei Standardcharakteren. Man weiß nie, wann man sie bekommt. Ob man die überhaupt bekommt, ist eine Frage. Du musst dir vorstellen, ich habe Kiki damals... Nach einem Jahr habe ich sie bekommen. Given the circumstances, you may be feeling bewildered at this time. You should have noticed some strange happenings related to you. If you plan to stay in Jinjo for some time, ich mag das Kämpfen übel. Ich mag das Switchen, ich mag alles hier, Digga. Und auch das Switchen Blocken, ist so, das Blocken ist richtig geil, das kommt gleich. Blocken war ich leider noch nicht. Ja, ja, das kommt gleich in der zweiten Phase. Boah, hat er meine gegeben. Ich mag die Ulf von dir, Ging auch. Das ist so geil, Junge. Das hat wirklich was. Ich hoffe, sie aber bringen... Aber dass ich nicht auf Full HD spielen kann. Ich hoffe, sie bringen solche Synchro-Angriffe, dass du, wenn du wirklich verschiedene Angriffe kombinieren könntest. Oh mein Gott! Jetzt kommt's! Ja. Ah. Oh mein Gott, Yang Yang ist richtig geil. Alter! Der! Okay, Yang Yang hat was. Den sogar Animations-Ult, Junge, wie geil ist das? Kann es sein, dass hier jeder Animations-Ult hat? Ja. Oh, was geht jetzt ab? Boah! Why do I get this feeling? This person our magistrate was talking about is Rover. Wow, so this is the true measure of a chief. I mean, of our Rover. This is the true measure of a chief. It's a famous line from a good old hero play. It's been running for almost 4 years. It's really heartwarming tale. Does that hero play story sound familiar to you? Hey, that ain't the point, okay? What are your plans now, Rover? I remember you had a flashback of yourself looking into its eyes when you saw the statue. We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, he was surely important to Jinzhou, and you will be our important friend. We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs together. And that elite one was so scary. Well, you did get anyway. Once we're back in Jinjo, I'll treat you that famous specialty Discord, from Kaka's restaurant. Was bedeutet Discord? Was bedeutet das? Ich dachte mal, Discord ist Discord. Jetzt muss ich kurz einen Google Translator benutzen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. It would be best for your well-being. It would be best for your well-being to have a thorough physical. It would be best for your well-being to have a. So, jetzt bin ich hier. Das heißt. Zwietracht heißt es einfach, ja moin. It would be best for your will. While there don't seem to be any immediate side effects following the absorption of that echo, we cannot rule out the possibility of other latent risks. Given our lack of data on you and your unusual physical signs, I suggest absorbing another reverberation with your terminal when we find one. That being said, please be sure to proceed cautiously. Yeah, don't go too hard on yourself. You should get a checkup just to be safe. Oh, an echo. Besides, Yang Yang's. So, jetzt muss ich nur gucken auf der Karte, wo ist das? Das ist hier. Das ist die. Kiste weiter. Das wird
Nutzt schon die Map oder was? Ja, ich kann schon unterwegs laufen. Aber ich werde jetzt einmal das Spiel neu starten. Ach, ich hab meine. Ich glaube, ich werde es auch gleich nochmal machen. So. Machen wir das Spiel einmal aus. Weil ich möchte einmal testen, ob das mit dem Controller wirklich funktioniert. Also, Epic Games sagt ja. Ja, es ist auch in den Einstellungen, dass man den Controller nutzen kann. Stimmt. Das war auch, wurde auch angezeigt, ja. So. Oh, da hast du die 20 Puls. Aber wo sind die 10 Puls, die wir von der Mail bekommen? Bebo? Hast du die per E-Mail bekommen? Ich hab nichts bekommen, zum Beispiel. Hab ich auch nichts. Außer, dass mir angeblich ein Paket bevorsteht in meinen Spam-E-Mails. This is a testament to my connection. Okay, wieso spricht der aber noch immer auf? Ich guck mal das andere, was du mir gesagt hast. Okay. Wenn ich auf Vollbild gehe, zeigt er mir auch diese 1600. Okay. Aber wenn ich zurückgehe, also auf Was machst du denn? Fensterbild. Da kann ich ein bisschen Fenster. Ja, wenn ich auf Fensterbild gehe, dann nimmt er es an. Also das heißt, ich muss einmal auf Fensterbild und ich verstehe schon. Genau, und okay. Dann kannst du anklicken. Okay. Ja, das finde ich schade, dass man hier nicht höher gehen kann. Super Auflösung, Qualität, ausgeglichen, Leistung. Ultimative Leistung. Schärfe. Und V-Sync on. Und Video Reflection on. Ja. Ach, da kann ich dann, wenn ich auf Ultimativ gehe. Geh mal auf Leistung und probier mal, ob du Dings machen kannst. Ja, ich hab auf ultimative Leistung hab ich gesetzt. Aber die FPS höher? Ne. Ja. Und komischerweise, das mit dem Controller funktioniert nicht. Bei mir mal. Ist aber nicht schlimm. Ich kann auch mit Tastatur spielen. Etwas einfacher hier mit der Karte. So. Nichts. Öffne meine Waffe der
Okay, hier kann ich eine Waffe ziehen. Kannst du schon ziehen? Ne, du kriegst ja eine Kiste, wo du eine Waffe rausziehen kannst. Ah, okay. Ab 40, 45 oder so war das, ne? Ne, ne, die kannst du direkt ziehen. Das ist eine lila, ne, für, wo du auch den... Ah, stimmt. Stimmt. Die geb ich ihm hoch. Ersetzen. Kriegt er die? Kannst du dir die Stats aber angucken vorher? Welche Stats? Meinst du vor der Waffe? Ne, Waffen. Ja. Also, warte, wenn ich auf Ersetzen gehe, doch, da sehe ich die Stats. Also, die Standard war Angriff 20 mit einem Angriff von 2,5. Durchschalten erhöht Angriff um 4%. Und die, wo ich jetzt habe, ist 33 mit 6,7 Angriffprozent. Und unnachgiebig, wenn Intro Skills eingesetzt wird, wird Angriff um 15% für 15 Sekunden erhöht. Mhm. Ah ja, dann kann ich Yang Yang die andere Waffe geben. Ja. Sie hat ein Tattoo am Bein. Wer hat ein Tattoo? Schickst du ja, oder was? Ne, die Yang Yang. Achso. So. Du kriegst für jedes Tutorial durchklicken, kriegst du ein Asteroid. Wie ist es mit dem Klettern? Gibt es eine Ausdauer? Ja. Also... Alleine, wenn ich hier die Felsen ansehe, die Teile haben so viele Details. Ja, die Grafik ist wirklich deutlich besser. Falls du fragst, warum ich Screenshots mache, lass mich. Na. Lass mich. Lass mich. Ich darf das. Luna, die hat irgendwie ein bisschen Probleme. Was? Luna hat ein bisschen Probleme. Für ein Spiel? Stopping to relax once in a while. Der PC ist jetzt nicht so der Beste, deswegen. With the world. Ja, ich bin gleich wieder da, okay? Jo. Ich bin im Stream. Falls irgendwas ist, kannst du sagen, ne? Kein Stress. Ich mache extra Ton an. Aber bitte spoiler mich nicht, danke. Nö, nee, mach ich nicht. Die werden hier nicht angezeigt. Diese Papiere sind also nicht gelistet. Stopping to relax once in a while serves for a stronger resonance with the world. Ich weiß.
hätte dieses Produkt endlich zusammengebrochen und Sunduru-Sphäre verstreut in der ganzen Welt. Es zeichnet die verunfiltrierten Erinnerungen der Vergangenheit oft mit das Glück, dass einmal zu entdecken werden, die Relikt und Lagune wertvolle Gegenstände für einen Tausch. Geil, das Hochrennen. Das kann ich nicht machen, wenn ich noch einer, der auf Distanz schießen kann. Ah, hier gibt es eine Schutzkiste. Das ist die, die hier direkt am Boden liegt. Okay, da habe ich die auch. Cherish every gain. Brüchige Felsen können durch Mittels wie Grundangriffe zerstört werden. Du könntest gute Dinge darin finden.
Unexpected discovery. Das sind nur Bernsteine, die sind nicht so wichtig. So, das heißt, hier gibt es. Das ist sowas wie die Geister bei Genshin. Das heißt, ich muss da dieser Klammdingens finden. Sieht mir nach einem Rätsel aus. Befolge die Anweisungen auf der Strecke, greife den magnetischen Würfel an, um ihn in die angegebene Richtung zu bewegen. Wenn magnetische Würfel die angegebenen Magnetforderer erreichen, ist die Herausforderung abgeschlossen. Okay. Interagiere mit dem Schalter, um die Position der holographischen Barriere anzupassen, um einen anderen Weg zu schaffen. Okay. Zusätzlich zu den regulären Magneten. Guck mal, Freunde, hab dich geändert. Okay. Ich guck das direkt, einen Moment. Okay. Wir Freunde, da haben wir Freunde. Nehmen wir an. Bitteschön. Huh.
unexpected discovery. Komische Geister sein. Die werden mir gezeigt, aber hier wird mir nichts angezeigt. Aber das heißt, hier ist nichts, das ist im grauen Bereich. Das müsste hier sein, hier sollen zwei Kisten sein. No hesitation. Verschiedene Buffs für Resonatoren bereitstellen. Zutaten können in der Spielwelt gesammelt oder durch Kochen erhalten werden. Eine Kiste, sehe ich gerade. Nee, ich muss da nichts markieren.
sende die Entschlüsselungsimpulse in verschiedene Richtungen. Nachdem die Ausstattung freigeschaltet ist, kannst du den Leviator verwenden, um die Schlüsselwiederholer auf den Verschlüsselungsblöcken zu platzieren, während du den Leviator den Levitator benutzt. Kannst du rotieren, um die Richtung anzupassen, um die der Entschlüsselungsimpuls ausgesendet wird. Okay. Der Entschlüsselungsimpuls aktiviert die Verschlüsselungsblöcke, während er sie durchläuft. Wenn alle Verschlüsselungsblöcke gleichzeitig aktiviert sind, ist die Entschlüsselung abgeschlossen. Okay, das heißt, ich kann die mitnehmen, oder wie läuft das? Ja, aber wie hole ich die denn, die Verschlüsselungswiederholer sind? Be your blade. Hey, Storm! Hear my command! Swift and resolute. The hour is upon us. Dich in einen Gullpuff, um die Herausforderung anzunehmen und die Ziellinie innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erreichen. Verwende die Sprinttaste, um die Gullpuff zu beschleunigen. Verwende die Springtaste, um das Gullpuff springen zu lassen. Okay. Thank you.
stopping to relax. Diese Schatzlose an hier. An unexpected discovery. Kann ich die Waffe aufwerben? Strike from the shadow. Let me be your blade. Ha, Gefferin! Swift and resolute. Cherish every gain. Schatztruhe gezielt. I sense your weakness. Of resonance. Hey, hi-ya! Okay, hier ist so auch. Das muss man halt mit der Schatzkunde machen. Unexpected discovery. Maybe your blade.
shake the shapeless. Speeding up. Swift and resolute. Strike from the shadows. This should suffice for a while. Ausrüstung verfügbar. Kraftfreigabe-Komponente erhöht die Max-Ausdauer um 10 Punkte. Oh, cool.
läuft denn mit deiner CPU denn da schief? Okay. It is natural to feel dreadful of the unknown. Das Essen, sonst geht es mir wieder schlecht. Remnants of the past. I'm gonna get you when you can absorb. Im schlimmsten Fall muss die Opera schließen. Ich bin sowas von tot. Your hero Chisha's on the hunt. Strike from the shadows. Let me be your blade. Precipitant! Hui. Can you reenact what you did before? Maybe you can only absorb the powerful ones with your body. Or does it have to be a certain type of tacit discord? Or maybe... maybe we should give your terminal a whirl. Yay! It worked! I've never seen a gourd... Okay. Ich kann suchen eigentlich. Frei.
Crystal's got a different look, but the functions are pretty much the same. Speeding up. Your terminal's got a different look, but the functions are pretty much the same. Sammle mehr Erdschuss, um deine Datenbank zu verbessern. Basis Abwurfsrate 10% erhöht, Abwurfsrate 20%. Max Absorptionsrarität 2. Okay. Und ich krieg nochmal mehr Ausdauer. Fühle ich mich schon fast wie bei Pokémon. Speeding up. Swift and resolute. Hopefully this helps. Is this the end? Speeding up. Look! Jinjo City's just up ahead! There you are, my dearest seed of fate. What should we do next? Shall we go grab a bite? I am to return to the Academy. The anomalies of the Gorges of Spirits, the resurgence of that tacit field, and the many wave-worn phenomena occurrences. I should report them in time. Oh,
I'll go submit our report and prepare the documentation needed for Rover's audience with the magistrate while I'm there. It may take some time, but there won't be too much paperwork. Then I guess I'll take Rover over to the Nexus Tower for registration first, and we'll just hang out for a while. Being new to Jinjo and all, he can't be left standing outside the city hall with nothing to do. Hospitality is our local specialty, you know. Then, I'll leave you in Shizya's care, Rover. Is that all right with you? I'll give you a call once the paperwork is done. Leave it to me! I'll send the branch of Resin Medical Science a notice. We need to conduct a thorough physical examination on you to come visit the Academy after your audience if you have no other plans. You guys done yet? What's the holdup? Let's move! Then I'll have more time to show Rover around. We've got loads of fun in Jinjo. We can go watch lion dances, hero plays, stand-up shows, and then maybe the martial championships. Plus tons of Jetzt fällt mir gerade auf. Ich habe es doch umgestellt auf Japanisch. Wieso sprechen die noch immer Englisch? Chissa, Ally of Justice, at your service. Are you the one in need of a hero? Oha. Neuer Charakter. Erstes Ruf. Here we are! Jinjo's Nexus Tower! Exactly! Let me see, think of it as Jinjo's largest service station. Or an integration hub. It's something along those lines. I'm not much of a tech person myself. Long story short, it's a navigator, a defense system, and a regional information center all in one enormous package. The smaller ones we ran into earlier are resonance beacons. Data is shared between all beacons. You activate one, and the entire map's data will be relayed to your terminal. Pretty nifty, huh? Just place your terminal here.
Speeding up. Ah, okay, gut. Ein halb Automat, das sind den Körner. Hey, Bo. Ja, moin. Ja, ich habe jetzt Opera geschlossen, bin jetzt in Edge drin und mein PC läuft auf 30%, also perfekt. Nur das Problem, jetzt kann ich nicht in der Chat schreiben, weil ich nicht angemeldet bin, aber ich bin in den Stream. Easy. Hallo. Hallo. My PC survived the launch. It's still alive. Ich habe Luna doch irgendwie überredet bekommen zu kommen. Bipo, do you like the game so far? I'm really impressed about the graphic. It is so smooth and the battle mode is so cool. With the different technique of jumps and switches with the characters is so cool. Basically the same what I say. So it's nice looking and it's good hearing. Good hearing. I have ever the same problem. By a new game, I must exploring the world, and then I have the problem. I was so near to die, and I not find the way for healing. Speeding up. Oh no! You died. No, I have really have chance to find the tower that give healing. Nexus Tower. Speeding up. Yeah. Statue of Seven Fig. Speeding up. Okay. I was scared how to glide. Oh, cutscene. On another thing, what I don't like on the female. What the fuck is that? Why? Hey, wir gucken mal meinen Stream. Mhm. Siehst du das? Ja. Aber dann guck dir mal jetzt diese Hose an, das ist noch schlimmer geworden. Guck mal. Also. Sie ist einfach so. Ich weiß nicht, wieso sie das Design da so. The pants is so trash. Die haben da sowas gegen die Wand gefahren mit der Hose. Can you say that again in English, please? Ja, wie soll ich das? You say like the devs driving into a wall with the outfit. I can sit, but I don't want to sit. Aber Bebo? Ja. It's we can only play on 60 FPS. That's weird, or not? Yes. Did they not told us we can play it in 120? I'm really disappointed about that. Well, you can activate V syncs or G syncs. G-Sync? Yeah. And you can... You have really powerful graphics settings, but you can only play in 60 FPS. Yes. Let me check if I can play it on my iPad with 120. That's be funny if I can. Then you can see the... But that is bullshit when mobile. You can play on Exactly. That's the same on Genshin. What the fuck is that? You can play on the iPad on 120, but not on the PC, what the fuck?
You have seen when you kill enemies, you can transfer the echo about his body. Echo? Yeah. Yeah, yeah. One thing I need to tell you, because egal welchen Echo du siehst, nimm ihn mit. Ja. Nimm ihn mit. Du levelst damit auch. Yes, Databank, Databank. Level Databank. Und die haben nicht immer die gleichen Abilities. Ich habe 3 Schildkröten und die haben unterschiedliche Elemente. Oh, cool. Und Sanua kann einfach mit dem Auge sehen. What do you mean I'm not the VIP the magistrates expected? Sanua ist so nice. Okay, that's weird. I have 2 young MC. Why can't you let me talk to the magistrate? How far did you get? Did you manage to see the magistrate? I got to see Lady Sin. Ew. First time seeing such a crowd in front of the city hall. I was surprised too. I never saw. Oh shit, I met my first boss fight before. He's not that harsh, really. But I heard they've all been turned down. Most people. He just. When you're in a cutscene, just tell us, then we will be quiet. Is the boss mocked me? He just come at me, like come at me. He just saying like his body language. I don't know how to say like come at me. But this fight is really a cool introduction about the fighting system. Most people were advised to leave. I will try not to die. Bodyguard upon sending in their applications. Left shit, what left shit? Are either trying to apply for some other people or just too stubborn to leave. The few that made it inside said it only took one freezing look from Lady Sunwa. And they were compelled. What kind of description is that? Sounds like you've met some snake-haired lady and got turned into. She's the magistrate's personal bodyguard. Oh, I've heard of her before. Magistrate. She's the all-round death-glare/terminator ice beauty. And I want Sanwa, please give us. That's what the rumors say, at least. Wait. You can face the enemy by moving. Wow, that's so cool. You can block them. His attacks. Oh, nice. When you attack in the right time, you see like a golden ring. Then just attack, then you get a. I don't know how to say it in English. I guess like parrying, I don't know. Yes, parry. You can parrying or you parrying. Can dodge him. Yeah, dodge him is normal. That's. Yeah, every game. He just kicked me. That was so beautiful. Or rather, it's nearly impossible for the magistrate to leave Zhenzhou at all. With her busy schedule, it's already difficult to find any time off. In addition, as the magistrate, unless she's engaged on a business trip, or yeah, Bebo? There's yeah. Gotta be something big. Best versus ist, aber irgendwie hat sich immer mit meiner Alexa verbunden. Da lief gerade einfach irgendeine random deutsche Musik. Also ich höre keine deutsche Musik. Oh, very schön pranken, Alter. Wir haben es 4 Uhr morgens. Hört mal auf damit. Sure it can. Have you thought of something, Rover? You mean. Ja, wo? Ein lustiges Ding. Ich habe damals meinen eigenen WLAN-Router. Ich klaue deine Daten genannt. Mal, weißt du, wie mein Nachbar seinen WLAN-Router genannt hat? Wie? Bei mir sind deine Daten sicher. So übel random. So, wir kennen uns nicht mal, es wird nicht mal abgesprochen, so weißt du. By the way, is that normal? When I go in the game, it's so scaled. I don't know how to say it. The sharpness is so scaled. But when I'm out of the game, when I'm tapped out, it's not so sharpness. Why is that so? We'll be waiting for you. That's right. We're not going anywhere.
Just give us a shout if anything goes down. Wait, no, we won't be able to. So, jetzt gucken wir mal, wieso das noch nicht auf Japanisch ist. Shit, ist doch umgestellt. Ja, Sprachauswahl Deutsch, Sprachauswahl Sprachpaket verwalten. Hattest du noch mal die Codes reingepostet von Virtual Mail im Chat? Genau, aber warte, da wollte ich noch mal was überarbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob alle funktionieren, deswegen, das war nur Spekulation, Dinge. Aber einer hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ich weiß noch nicht, wann wir alle aktivieren können. So, ja. Okay, einer hat funktioniert, den ersten. Yeah, Luna. Yeah. You want to say hard? I know. No. Are you lying at me? No. Der zweite funktioniert nicht. Bei mir hat sogar der zweite funktioniert. Der Wuthering 2024. Ach so, ja, der hat bei mir auch irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht werden die später freigeschaltet, meinst du, Luna? What? I was just telling him about the codes that the codes you say that the codes can maybe later be open. I don't know how to say it. We can redeem it later. Yes. Maybe that's my hyperstasis. I don't know. But if it's not working, I will try it later. The second one works. I tested it. This with 2024? No. The second one. A Wuthering gift. Gift. Yes, that's okay. Ich hab's ja auch auf einer Website und die schreiben genau die gleichen Codes. Also es kann sein, dass die später freigeschaltet werden. Ja. Dein Geburtsdatum nicht mehr ändern, sobald es festgelegt ist. Möchtest du fortfahren? Das finde ich Quatsch. Die hätten wenigstens machen können, dass man das einmal ändern kann. Bio-bearbeiten. Bei mir funktioniert der Stream schon wieder nicht. Aber glaube bei mir lädt er die ganze Zeit mit Black Screen. Ah, Mann, Bildschirm.
Lol. I got a pool, but I don't know where. Oh geil, man kann wieder Bilder sammeln. Zeigt er mir andauernd, dass ich noch was bei den Ankündigungen schauen und so. Ich hab da aber nichts mehr. Bist du dumm? Dann muss ich hier die Seite einmal scrollen. Aber cool, dass wir uns schon adden konnten, ne? Ja. By the way, ich habe noch nichts mit Battle Pass oder sonstigen freigeschaltet oder Pools. Ich denke, das kommt später. Du weißt ja normal, was so Stufe 7 oder Stufe 10, wo man das Teil freischaltet. Okay. Ich finde es cool, die haben wirklich hier alles erklärt, auch das nochmal mit dem Pity und alles. Ach, du bist schon da? Ja, das ist in den News, steht das. Ah. Das geht immer noch nicht bei mir. Guck mal, ob es bei dir auch nicht geht. Ich weiß mal gar nicht, wo die Pools kommen. Galerie. Ich glaube, da kommt noch was dazu im Menü. Weil bei mir ist da noch nichts. Ich hab schon F5 und so gedrückt, da kommt zum Beispiel was mit Battle Pass. So, Solaris 3. Ich glaube, das wird Zeit wieder in den Satz. Ich hab's aber locker geschafft, gestern noch bis 12 Uhr Mittag aufzubleiben. Ich nicht, ich war Schule. Dann war ich Arzt und war ich irgendwann 16 Uhr zu Hause. Ich hab 2 Stunden gepennt gehabt. Dann bin ich zu Hause und wollte pennen. Dann habe ich noch irgendwie mit Miko geschrieben über Wände. Und dann bin ich gar nicht mehr pennen gegangen. Ja, dann kam ich online. Ja. Jetzt bin ich wach. I'm still awake. Ja, ich hatte bis so gegen 7 gepennt. Wo? Immer noch dein Stream, hast du nachgeguckt? Mein Stream ist noch immer aktiv. Kein? Also du kannst ihn bei dir normal gucken? Ja. Okay, gut, dann liegt's an mir. Doch, ich guck auch nochmal zusätzlich nochmal über mein Handy. Das ist gut, wenn es bei dir funktioniert, dann denke ich, liegt's wirklich wieder an mir. LOL! Er ist einfach Schuhe. I love this graphics. By the way, Luna? Yes. You can play the game in good graphics? I play it in the lowest graphics. Like everything is went too low, but it still looks okay. So I'm not complaining. I put it in the low. And I can't see.
Aber warte, ich sehe gerade das auch. Everything is low. And 30. I'm 13. 30 FPS. No. Yes. Doch, auch auf dem Handy hat es sich aufgehängt. You need the fully experience, the potato PC, low quality experience. Oh my god. What the fuck is that? But I mean, it still works. It's pretty for me. I will not complain. Go to the highest settings and then to the lowest settings, then you will see. I will not go ever to the highest settings because then I will see it, yes. I'm sure you will get soon a better PC. Maybe. But I still want Nvidia filters. I hate it without. So, warte, ich muss ein paar Sachen hier ändern. Ich muss den